Komm zu mir, Schatz. Oh, Schatz. Schatz. Mein Schatz. Das kann ich das gleich aussehen. Ja, aber das eine ist hart, kann man das andere sagen. Naja, ist broschiert. Broschiert. Willst du es bei dir hochladen oder bei mir? Ist mir egal. Weil Pascal schickt es, hast du Dropbox? Ja, ich hab Dropbox. Dropbox. Und muss ich dir darüber schicken? Ja, oder ich lade es mir nachher kurz runter und schieße es im iPhone an. Genau. Ja. Das ist dein Kanal. Das ist mein Kanal? Ja. Das ist dein, oder? Was ist das? Mir ist das so egal, wir können es auch beide hochladen. Ja, und dann hör gleichzeitig Hallo. Egal. Okay. 1, 2, 3. Hallo! Hallo. Das ist ein Klopf. Wir haben heute mal eine Rezension für euch gemeinsam. Ein Buch, wo wir beide vor ewig langer Zeit gelesen haben. Wir haben festgestellt, haben, dass wir irgendwie zwei dieselben Sachen lesen, aber nie zur selben Zeit. Das ist wirklich problematisch. Und vor allem, ja, vor allem weit auseinander, ne? Ja, genau. Also Sachen, die ich schon gelesen habe, hat Anna noch nicht gelesen und andersrum. Genau. Und das ist irgendwie sehr hinderlich. Aber wir haben zwei Bücher gefunden, die wir das tatsächlich noch nicht gelesen haben. Also doch, die wir beide gelesen haben, so. Die wir beide nicht gelesen haben, haben wir mehr. Ja, die wir nicht gelesen haben, da haben wir mehr im Regal. Das ist Jungs sind wie Kaugummi von Kerstin Gier. Süß und leicht um den Finger zu wickeln. Im Arena Verlag erschienen. Genau. Ja, bei dem Titel muss ich übrigens immer an das neue Buch von dem... Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Jungs sind wie Hamster. Das ist irgendwie egal. Muss ich mal irgendwann nachgucken. Ja, worum geht's in dem Buch? Ist das Buch jetzt so? Ich halte es hoch und du erzählst. Achso, ich erzähle. Ja gut. Also Sissi ist 13 Jahre alt und lebt bei ihrer Mutter. Ihre Eltern sind geschieden, zusammen mit ihrer großen Schwester. Und ist halt in der Schule, so wie jeder 13-Jährige, nicht gut in Mathematik. Und das will die Mutter ändern und schickt sie deswegen zur Mathe-Nachhilfe. Und wir wissen ja, wie das so ist. Also vielleicht auch die schon selber Nachhilfe hatten, dass man da überhaupt nicht gerne hingeht. Nee. Außer der Mathe-Nachhilfe ist natürlich ein ganz schnuckliges Kerlchen. In dem Fall ist es das auch. Und Konstantin ist 3 Jahre älter und 16. Total cool. Ja, total cool. Außer Reichweite. Und deswegen wahrscheinlich für Sissi begehrenswert. Ja, und Sissi hat selber ein bisschen Angst, weil sie hat noch gar keine Erfahrung mit Typen gemacht. Das heißt, sie hat noch nie jemanden geküsst und geht deswegen auf ihren... Was denn? Jetzt kommt es gleich lustig. Achso. Und geht deswegen halt auf ihren Sandkastenfreund Jacob los sozusagen. Und wie die Ärmste. Und der Ärmste muss ihr dann das Küssen beibringen und sie möchte auch das erste Mal damit Jacob erleben, damit sie halt eben mit Erfahrungen bei Konstantin punkten kann. Und eigentlich möchten wir schon nicht mehr erzählen, weil das Buch an sich so aber lustig ist. Aber es ist zum Brüllen komisch, wirklich. Also ich war auch sehr überrascht, weil das Buch ist ja eigentlich, man sagt immer, so alt wie die Protagonistin ist oder der Protagonist, so alt sollte man sein, wenn man das Buch liest. Und über die 13 sind wir doch beide schon ein ganz kleines Stück hinaus. So, nur so ein ganz, ganz bisschen. Und trotzdem fanden wir es beide brüllend komisch. Das ist total witzig. Also ich habe Tränen gelacht, vor allem bei einer bestimmten Szene, da haben wir auch gerade drüber gesprochen. Ich habe mich nicht mehr einbekommen, wirklich. Das war aber auch genial gelöst. vielleicht sollten wir nur anmerken, es hat mit einer Videothek zu tun. Ja. Und sie wollen sich einen Film ausleihen. Wir sagen jetzt nicht, was für ein Film und wie das Ganze passiert. Das müsst ihr schon selber lesen. Wir wollen es ja nicht vorne wegnehmen. Was ich allerdings bei dem Buch halt einfach super fand, weil es hat mich total an die Frauenliteratur von Kerstin Gier erinnert. Dich auch? Ja, aber ohne, dass es zu erwachsen ist, ne? Genau, aber es war halt eben auch was ganz anderes als... Aber selber Humor, so eine Art, ne? Mhm. Genau, ganz anders als Gideon und Quinn auf jeden Fall. Ja. Und konnte dadurch... glaube ich, auf jeden Fall überzeugen, ne? Ja, und vor allem, was ich besonders gut finde, ist, dass es realistisch ist. Es ist nicht so dieses total Überzogene, sondern es ist schon, also klar, es ist überzogen, es ist witzig in dem Sinne, aber es ist nicht so, dass man denkt so, das könnte also niemals passieren. Genau, ich könnte mich niemals Nachhilfelehrer verlieben oder sowas, das ist alles realistisch. Also. Genau, da muss ich auch immer an ein anderes Buch denken. Da war ich mal auch bei der Lesung von Kerstin, hat sie auch gesagt, alles recherchiert, alles recherchiert. In dem Buch hatte sie selber, ich habe es wahrscheinlich gelesen, auf der anderen Seite ist das krass viel cooler. Nee, das fehlt mir noch. Ach, das fehlt dir noch. Noch das, ach, das kriegst du jetzt, ne? Ja.
Auf jeden Fall verschickt sie da SMS an die falschen Leute. Oh, das ist auch schon passiert. Genau, aber wie das passiert, dann hat sie auch gesagt, das hat sie geforscht, das ist ihr auch passiert. Und eigentlich hat man so ein Stück weit auch das Gefühl, das könnte jedem von uns passieren. Gerade wenn man jünger ist, ne? Genau, sowieso die erste Liebe. Und Nachhilfe, ich glaube, hast du mal Nachhilfe? Ganz viel. Ganz viel? Hast du auch immer gedacht, wenn du wusstest, das ist ein Kerl, oh, der könnte ja total durchschauen. Ja. Dann war es irgendwie der 50-jährige Nachbar, ne? So eine Art. Weiß ich nicht. Aber es gab auch dazwischen wahrscheinlich ein paar, die, oder? Ich hatte nur mehr Frauen. Und du hattest mehr Frauen, da habe ich die gehabt. Waren hübsch. Also ich hatte einen ganz schnuckeligen Französisch-Nachhilfelehrer. Oh. Da hatte ich Glück gehabt, aber da ist auch nichts draus geworden. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen. Wieder aus dem Französisch raus. Genau. Ich hatte einen Französisch noch. Aha! Ja, wir sind 13. Das ist schon wieder anders. Wir sind übrigens 13, ne? Also, ich finde das wohl toll. Ja, genau. Das Buch ist auch toll. Also, ja, ist, also, selbst wenn man eben nicht 13 ist, kann man, sollte man es lesen. Und selbst meine Mama hat es ganz toll gefunden und die ist jetzt schon über 50, also. Echt? Deine Mutter hat es gelesen? Deswegen sieht meine Mutter so vielleicht auch mal irgendwie so hinlegen. Verknickt aus. Genau, das zeigt sie jetzt besser nicht in der Kamera. Ja, sie sieht ja nicht verknickt aus. Das ist ja nicht mein Buch. Jetzt hast du es verraten. Wir wollen professionell wirken. Ja, deswegen mit dem Französisch, ne? Das hast du jetzt weitergedacht. So, das ist jetzt das ganz professionelle Rezensionsvideo von uns beiden. Genau. Liebe Kerstin. Wir du nimmst uns das nicht übel, das wissen wir. Wir sind praktisch Profis. Und bei der nächsten Lesung nehmen wir den Kaffee aus dafür, dass wir das. Oh Gott. Aber verstehen. Oh Mann, ich kann gar nicht mal in eine Richtung gucken, ohne zu lachen. Ja, müssen wir uns aber jetzt mal verabschieden. Wir verabschieden uns einfach so. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.